Nadine? Ja? I'll be back. Wird in dieser Serie nicht gesagt. Krass. Dafür ist aber das Filmmagazin zurück, auch wenn Korrekt. Vielleicht ein gewisser Arnold Schwarzenegger nicht dabei ist. Aber dafür viel besser als Arnold Schwarzenegger. Du bist Görler. Das ist aber, das geht runter, das geht runter. Und natürlich mit Martin Dietrich. Sehr schön. Hallo, herzlich willkommen zum Filmmagazin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seid natürlich besser als Arnold Schwarzenegger. Das ist richtig. Und auch wie immer sehen wir total gerne, dass ihr mehr werdet. Deswegen nochmal ganz kurz die Vorstellung für die, die zum ersten Mal dabei sind, was wir hier machen, wer wir sind. Wir sprechen hier über Filme und Serien. Heute haben wir mal wieder eine Serie. Die letzten paar Folgen ging es ja mehr um Filme. Das ist immer so, das machen wir auch so ein bisschen davon abhängig, was gerade mehr veröffentlicht wird. Über den Sommer war so ein bisschen Serienflaute. Dafür kamen ein paar ganz gute, ein paar ganz schlechte Filme raus. Wir machen aber nicht nur Neuigkeiten, Neuerscheinungen, sondern wir gucken uns auch sehr gerne mal älteres Zeug, also wirklich älteres Zeug an. Hatten auch letztens mal ein unterrepräsentiertes Jahrzehnt bei uns im Filmmagazin mit den 50er Jahren. Da ging es um einen, fand ich, sehr guten Film, so, also einen Musical-Film. Den könnt ihr euch gerne mal anhören. High Society heißt der im englischen Originaltitel. Die oberen 10.000 mit Grace Kelly im Deutschen. Und heute geht es aber um eine aktuelle Serie. Bevor wir das allerdings machen, wollen wir nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass ihr hier mitmachen könnt. Und zwar, indem ihr uns Vorschläge macht, was wir zum Beispiel, wenn ihr mal so einen alten Film habt, wo ihr sagt, hey, guckt den mal an, dann ist es quasi wie so ein kostenloses Watch-Along, würde ich sagen. da reden wir dann drüber. Oder ihr habt jetzt gerade einen aktuellen Film im Kino gesehen, wo ihr sagt, Mensch, den müsst ihr mal schauen, machen wir auch sehr gerne. Und das könnt ihr am besten, indem ihr bei YouTube hier in die Kommentare schreibt, wenn ihr es auf YouTube schaut, wir sind ja auch immer mit Video dabei, wenn ihr uns im Podcatcher hört, dann könnt ihr natürlich auch sehr gerne auf unsere Website gehen, filmmagazin.audio, könnt dort kommentieren. Bei Instagram lesen wir das, was ihr uns schreibt, in der DM zum Beispiel oder im Kommentar. Ihr könnt eine Mail schreiben, haben wir auch noch, mail@filmmagazin.audio. Diese Technologie gibt es noch. Das kommt noch an und was ihr natürlich auch machen könnt, ist ihr könnt uns einfach eine Bewertung geben, das würde uns auch sehr freuen, wenn ihr sagt, hey komm, eure Auswahl von Filmen und Serien, die reicht mir aus. Ich möchte euch einfach gut bewerten. Dann sind wir natürlich genauso glücklich. Genau. Ihr könnt diese Bewertung auch von einer KI gerne schreiben lassen. Ne? Das ist ja heutzutage alles möglich. Das nehmen wir natürlich auch dankend an, weil KI natürlich auch ein Thema ist. Das begleitet uns jetzt schon. Leider schon ein paar Jährchen länger. Seit schon fast immer. Eigentlich schon fast immer, aber nochmal ganz besonders natürlich seit 2022, seitdem dann irgendwie alles, was irgendwie ein Lernalgorithmus ist, ist gleichzeitig eine KI. Ja. Wir haben ja auch schon eine einzelne Folge dazu gemacht, besonders wie das dann in Filmen schon bisher dargestellt wurde. Das ist ja KI auch immer ein großes Thema. Und da ist natürlich, ich weiß gar nicht, ob wir da über das Terminator-Franchise auch schon gesprochen haben zu dem Zeitpunkt, weil das ist natürlich da auch ganz vorne mit dabei. Ja, war einer der ganz großen, 1984 der erste, ja. Ein paar Jahre später dann der zweite, der für viele ja so der Terminator-Film ist, der zweite, und an den man immer wieder versucht ranzukommen, ja. Wenn man neue Terminator-Filme macht und da statt neue Ideen zu entwickeln, immer wieder das Gleiche versucht. Ob das diesmal auch so ist, bei dem, worüber wir heute sprechen, werden wir sehen. Wir haben, glaube ich, Terminator schon ab und zu mal erwähnt, wenn es um gute Actionfilme ging, Terminator 2 vor allem. Aber so richtig über das Franchise an sich haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen. Wann hast denn du, vielleicht um einzusteigen, wann hast denn du deinen ersten Terminator gesehen? War das schon so in der Zeit, wo du schon dich sozusagen professionell, würde ich jetzt mal sagen, für Filme interessiert hast? Oder hast du schon irgendwie als Kind Kontakt gehabt? Ich glaube schon ein bisschen davor. Irgendwann mal ist man drüber gestolpert, weil das ja auch so gerade die ersten beiden Filme schon große Klassiker sind. Ich glaube, es kann sogar sein, dass ich den dritten Teil als erstes gesehen habe. Das wird der von 2003 oder 2004 müsste der gewesen sein. Das war, glaube ich, das erste Mal Kontakt gehabt und dann irgendwann später mal die anderen beiden nachgeholt. Aber dann hat es auch nicht wirklich so, okay, ich gucke mir jetzt Terminator an, weil ich das muss das nachholen. Das war dann mehr so, es ist passiert. Also du bist Schicksal, kein großer Fan. Das Schicksal hat das vorbestimmt, dass ich das mir angucken muss. aber ja, also kein richtig großer Fan bin ich jetzt, glaube ich, eher nicht. Also natürlich ist der, ich kann absolut nachvollziehen, warum man den zweiten Teil für einen der besten Actionfilme aller Zeiten hält. Und die Einflüsse und auch die Machart, die ist halt bis heute auch zeitlos.
Also der ist eigentlich auch keinen Tag geältert, auch interessanterweise kaum auch von den Spezialeffekten her, dafür ist er besonders bekannt, für den T-1000, für dieses quecksilberartige Wesen, ja. Was dann dazu flüssig Metall ist. Das sieht ja heute noch extrem gut aus. Ich meine, wenn man es heute machen würde, sieht es sicherlich von der Reflexion noch mal ein bisschen anders aus. Und dafür, dass es so eine Herausforderung war, weil man das damals, glaube ich, noch gar nicht so richtig konnte, eine neue Technik entwickeln das musste. Alles irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Pentium 3 Prozessor zusammengeklöppelt und gerechnet. Das ist dann schon echt beeindruckend, dass das so gut heute noch aussieht. Aber halt auch von der Story her durchaus interessante Punkte. Naja, das ist natürlich eine relativ klassische Zeitreisegeschichte, wo am Ende herauskommt, dass auch die Zeitreise zum Zeitstrahl dazugehört, so ein klassischer Twist irgendwie. Ne? Erst dadurch, dass ich die Zeitreise gemacht habe, konnte das so ablaufen, die Geschichte. Das ist ja der große Twist am ersten Teil, dass erst John Connor erst durch die Zeitreise entstehen konnte. Das ist ja so einer, so ein klassischer Kniff in so einer Geschichte, aber natürlich auch gerade im zweiten Teil dann diese Frage danach, ist denn die Welt vor oder ist unser Pfad vorbestimmt? Gibt es irgendeinen vordefinierten Pfad, den wir entlang gehen? Wo haben wir eigentlich noch Einfluss auf unser eigenes Leben? Das ist dann irgendwie auch so, das sind ja relativ wirklich zeitlose Themen, die ja auch im Film ja dann doch sehr präsent vorkommen. Deswegen hat es ja auch schon immer so einen kleinen philosophischen Ansatz, Terminator ja auch gehabt, was besonders dann die späteren Teile komplett ad acta gelegt haben. Auch die Terminator, die dann am zweiten Teil natürlich immer wieder anknüpfen müssen von Genesis und Dark Fate, die alle irgendwie versuchen, dieses Erbe hochzuhalten. Und ich glaube auch deswegen halt das nicht schaffen, weil sie halt nicht versuchen, daran irgendwie anzuknüpfen. Deswegen bin ich da durchaus immer gespannt, auch wenn es mittlerweile natürlich eine super klischeehafte Geschichte irgendwie ist. Ne? Es gibt eine KI, die KI stellt fest, ja, die Menschen sind das Problem, also lösche ich die Menschen aus. Ne? Ja. Es gibt so 1000 verschiedene Varianten, diese Geschichte. Skynet. Aber ich bin da durchaus angetan, wenn es das vielleicht mal noch eine neue Variante findet, das zu erzählen. Ist es denn bei dir ähnlich oder hast du da eine andere Beziehung zu Terminator? Für mich ist vor allem Terminator 2 so ein Film, der in diese Kategorie gehört, hat besondere Faszination, weil ich den viel zu früh, als ich glaube ich noch nicht in dem dafür vorgesehenen, ich glaube der ist ab 16 auch, weil ich noch nicht in dem dafür vorgesehenen Alter war, als ich den das erste Mal geschaut habe, habe ich dann immer heimlich nicht, glaube ich, weiß ja nicht, RTL 2, kann das sein, dass der da immer mal lief? Und dann gab es immer so Abende, wo ich so bei meinen Großeltern übernachtet habe und da durfte ich dann immer auch Sachen schauen, die man normalerweise mit viel zu jung noch nicht schauen durfte. Das ist so in diese Kategorie, die sind überhaupt nicht vergleichbar, aber in diese Kategorie fällt für mich auch sowas wie Soldat James Ryan, die ich auch viel, viel zu früh geschaut habe und noch so ein paar andere Filme. Und da ist eben auch Terminator 2 dabei, weil es immer so war, ein Film, den ich eigentlich noch gar nicht schauen darf, gucke ich jetzt einfach. Frech. Da fällt er für mich rein und das war tatsächlich schon immer, ich fand den schon immer gut und ich habe den auch vor ein paar Jahren nochmal geschaut, als der jetzt aktuellste Film rauskam. Dark Fate. Dark Fate, genau. Dark Fate, der ja auch versucht, einfach noch Terminator 2 nochmal zu machen, wie die Filme davor oft auch. Und naja, dem das mehr oder weniger gut oder schlecht gelingt. Und da habe ich den nochmal geschaut und da ist mir wieder aufgefallen, ja, dass man dem nochmal versucht nachzueifern, kann man auch irgendwie verstehen, weil es wirklich einfach ein guter Film ist, vor allem auch für die Zeit. Dass die KI da als große Bedrohung dargestellt wird, das ist, glaube ich, auch der Zeit geschuldet. Und das hat trotzdem auch was losgetreten. Ne? Viele Filme, die sich dann so philosophisch, was du schon angesprochen hast, später damit auseinandersetzen mit diesem Thema, machen das ja durchaus ein bisschen differenzierter. Wobei auch der zweite natürlich dann den Twist hat, dass dann der eigentlich im ersten Film ja böse Terminator, weil das sind ja nur in Massenproduktion hergestellte Zerstörungsmaschinen, dass der einfach genauso aussieht, aber sich sozusagen mit der Menschheit verbündet hat und dass es da auch mehr gibt als nur eine Wahrheit. Und du hast auch gesagt, dass diese neuen Filme jetzt dieses Philosophische verloren haben oder nicht mehr so wirklich verfolgt haben konsequent. Und da sind wir vielleicht dann auch bei der Serie, über die wir heute sprechen wollen und deren Titel wir noch nicht einmal genannt haben. Mhm. Die kam jetzt letzte Woche frisch auf Netflix, 8 Folgen, ein Anime tatsächlich, eine animierte Version, Terminator Zero ist der Titel. Und
ob es diese animierte Version von Terminator gebraucht hat und was die richtig macht, was die vielleicht auch falsch macht, darüber wollen wir heute sprechen. Und da müssen wir vielleicht erstmal kurz wieder zusammenfassen, worum es eigentlich geht. Ein kleiner Spoiler, ja, es geht viel um Philosophie in diesem Fall. Man hat gesagt, wir machen das jetzt zum Kern dieser Serie. Ja, denn wir befinden uns in Tokio im Jahr 1997. Das ist für alle Terminator-Fachkenner schon mal ein besonderes Jahr, weil da ist dann eigentlich sozusagen die, ich glaube, ich bin jetzt nicht total firm in der Lore von Terminator, das heißt, kann sein, dass wir es durcheinander bringen, aber wenn ich es richtig im Kopf habe. Fake-Fan. Ein kleiner Fake-Fan. Das ist der ursprüngliche Tag des jüngsten Gerichts, ne? Da wird ja dann also das sozusagen, oder es spielt dann genau an dem Tag, irgendwie einen Tag davor. Also am nächsten Tag geht quasi die Welt unter. Das wird ja dann durch die Ereignisse in den späteren Terminator-Jahren verschoben auf dann 2003-2004. Das ist ja dann in Terminator 3, ist ja dann sozusagen der zweite Tag, des, also dann das verschobene jüngste Gericht, wo das dann auch wirklich dann stattfindet am Ende, wenn ich das alles nochmal so richtig im Kopf habe. Aber wir befinden uns quasi noch davor. Aber es gibt dann unsere Hauptperson, mehr oder weniger, oder eine der Hauptpersonen ist Malcolm Lee. Das ist wohl ein sehr brillanter Wissenschaftler, der schon geahnt hat, dass es in den USA halt die Skynet-KI gibt oder da schon Einblicke hat durch seine Arbeit, weil er irgendwie ein hochkarätiger Wissenschaftler ist und dort auch Zugang zu Regierungs- und Militärtechnologie hat, hat er schon Einblicke bekommen in die Skynet-KI und dort schon gesehen, es kann nur damit enden, dass Skynet uns alle auslöscht. Und was macht man als Wissenschaftler, der sieht, es gibt eine böse KI, die alles vernichtet? Man baut selber eine KI, genau, die quasi die andere KI besiegen soll oder zumindest irgendwie dann aufhalten kann. Und das ist dann Kokoro, müsste der Name sein, ist dann von dieser KI. Aber diese Kokoro-KI befindet sich eben noch nicht, ist noch nicht online. Und Malcolm befindet sich nun am Scheideweg. Ganz kurz, bevor er berechnet hat, dass Skynet quasi alles vernichten wird, will er Kokoro auch online schalten, aber befindet sich quasi noch, und das ist dann der philosophische Background des Ganzen, befindet er sich in einem Zwiegespräch mit ihr oder mit verschiedenen Ichs von Kokoro, weil diese wird dann so drei gespalten in drei verschiedene Persönlichkeiten, und das wird zumindest dargestellt, dass so drei Aspekte ihres Seins werden dann so aufgespaltet. Mit dem befindet sich dann halt Malcolm Lee im Dialog, ob es sich denn lohnt, die Menschheit zu retten und ob es denn überhaupt sinnvoll ist, Skynet aufzuhalten. Das ist zum einen ein großer Plotpoint, dieser Dialog zwischen den beiden, das erstreckt sich dann über viele Folgen. Ja. Tatsächlich, auch wenn das sozusagen relativ knapp vor Untergang ist, diese Szenen bekommen relativ viel Screentime. Man hat Zeit zum Sprechen, man hat Zeit, das auszuwerten. Man hat Zeit zum Sprechen, aber das ist natürlich nicht alles, weil es gibt natürlich auch noch einen Terminator, der natürlich in die Vergangenheit geschickt wird, der natürlich Malcolm aufhalten will. So ist zumindest der Background des Ganzen, weil wo dann doch irgendwie das Erfolg haben kann in der Zukunft. Und dann gibt's halt noch die drei Kinder von Malcolm, die halt abhauen, aufgrund familiärer Gründe. Jetzt die genauen sind jetzt nicht, glaube ich, nicht ganz so wichtig, das könnt ihr euch gerne selber anschauen. Malcolm arbeitet zu viel. Arbeitet zu viel, genau. Und dann natürlich aber dieser Terminator jagt natürlich dann auch dann die Kinder, um an Malcolm heranzukommen. Aber dann gibt's natürlich auch noch, wie es für Terminator klar ist, nicht nur ein Roboter, der von der Zukunft in die Vergangenheit gereist ist, sondern auch noch ein Mensch, der das Teil des Widerstandes ist, eine Soldatin, die quasi dann auch Malcolm aufhalten will, weil sie wohl irgendwie auch aus der Zukunft weiß, dass diese Kokoro-KI wohl eher jetzt nicht so die beste Idee war, deswegen ihn auch aufhalten möchte und quasi dann mit ihm aber zumindest die Kinder beschützen müsste. Und dann hat man wieder dieses klassische Verfolgermotiv, Terminator will jemanden auslöschen, ein Soldat aus der Zukunft will ihn aufhalten. Ganz genau. Also, genau. Was muss man vielleicht zur Gestaltung sagen? Mal abgesehen von den Gesprächsszenen zwischen Malcolm und Kokoro, die so ein wilder Mix sind aus 3D-Animation und 2D-Animation. Also sobald man im Raum herumfährt, ist es 3D-animiert. Ja, aber das ist so ein VR-Raum, kann man sich das so ein bisschen vorstellen, genau, wo genau alles digital so ein ist. Holodeck, ja. So ein Holodeck. Ja, genau, Holodeck. Und wenn man näher an ihn ranschneidet, wird es dann 2D. Das sieht okay aus. Also hat man schon besser gesehen, hat man aber auch schon schlechter gesehen. Ist es auch relativ gory, muss man sagen. Also wer sich schon immer einen Terminator gewünscht hat, der wo richtig viel Blut spritzt und hin und her fliegt und so weiter, dann ist das wahrscheinlich der richtige Terminator. Also man hat gesagt, okay, komm, wenn wir es zeichnen, dann zeichnen wir es so. Produktionsunternehmen oder beziehungsweise Animationsstudio dahinter ist Production IG, auch über die haben wir schon häufiger gesprochen. Die sind für ganz viele wichtige Titel
Titel bekannt oder sind ein großer Platzhirsch. Die gibt es auch schon seit Jahrzehnten. Die haben, glaube ich, auch teilweise mal an Attack on Titan mit animiert. Die haben aber vor allem auch, sind die auch bekannt, das sage ich, glaube ich, jedes Mal, wenn wir über Production IG sprechen, haben diese Anime-Szene aus Kill Bill animiert. Die haben auch also ganz viel Haikyuu gemacht, große, die Ghost in the Shell haben sie auch animiert. Neon Genesis Evangelion hat ja, einen Film. Zumindest einen Film, genau. Mhm. Jinro hatten wir auch groß besprochen tatsächlich, also diesen auch, sagen wir mal, postapokalyptischen japanischen Film, beziehungsweise haben wir das damals mit einem koreanischen Netflix-Remake, südkoreanischen Netflix-Remake verglichen, den haben die auch animiert. Also sind lange im Game, seit den 90ern im Game irgendwie und haben das auch ganz gut gemacht, finde ich. Also es sieht gut aus, das kann man glaube ich sagen, in den 8 Folgen, die sich auch relativ zügig wegschauen lassen, finde ich, weil also so 25 bis 30 Minuten ungefähr, ein bisschen länger als der typische Anime, aber also man merkt schon, dass es irgendwie für Netflix, glaube ich, produziert ist, aber geht gut weg, würde ich sagen. Ja. Wie fandst du es denn? Also ich fand viele spannende Ansätze dabei, auch manches ganz dann gut erzählt. Ich habe es, muss ich sagen, nicht ganz zu Ende geschaut. Ich habe jetzt fünf Folgen gesehen. Also 3 Folgen fehlen mir dann noch für das finale Urteil, aber man hat zumindest schon ein bisschen guten Eindruck bekommen. Ich fand dann aber am Ende, also zumindest bisheriges Fazit, dass jetzt nicht die interessanten Stränge, Figuren und visuelle als auch narrative Ideen sind für mich jetzt nicht komplett zu etwas Neuem entstanden. Ich fand es dann doch auch wieder, dieser alte Fehler, dann doch zu eng an Terminator 2 dran, dass man sich auch nicht getraut hat, dann doch ein bisschen weiter weg davon zu gehen. Ich meine, allein mit dem Setting von Tokio, damit macht man ja auch auf jeden Fall etwas. Es ist jetzt nicht nur Hintergrundmusik oder so, sondern es spielt auch wirklich eine größere Rolle, dass es in Japan spielt und nicht in den USA. Aber ich fand es dann doch zu ähnlich zu den bisherigen Terminators. Und dann auch gerade dann diese, was ja besonders interessant ist, diese philosophischen Gespräche zwischen Kokoro und Malcolm, warum es sich denn lohnen könnte oder nicht lohnt, die Menschheit zu retten, war dann irgendwie doch sehr oberflächlich, oder ich fand jetzt die Erkenntnisse, die daraus dann jetzt bisher heruntergepurzelt sind, jetzt nicht so besonders stark, ne, dass dann der Mensch, oder Kokoro fragt sich halt, ne, ist es denn der Mensch, das arrogante Wesen, das kein anderes Ich neben sich akzeptieren kann, also ein anderes intelligentes Wesen? Und was zeichnet denn Menschen, was unterscheidet Menschen von anderen Tieren? Sie führen Krieg. Ist so eine, was dann eine gesagt wird durch, ja, das ist richtig irgendwie. Stimmt auch nicht ganz, weil es gibt Ameisen führen auch Kriege tatsächlich mit anderen Ameisenkolonien. Das einmal so kurz erwähnt. Tatsächlich auch über Kontinente, das ist sehr spannend. Aber natürlich, es funktioniert das anders als bei Menschen. Ne? Menschen bauen sich Massenvernichtungswaffen, die potenziell den Planeten zerstören können oder zumindest unser Habitat zerstören können. Den Planeten interessiert das nicht so viel, der überlebt das natürlich, aber der Großteil des Lebens würde vielleicht aufhören zu existieren, was natürlich auch in Terminator immer ein großer Ausgangspunkt ist. Und diese Angst vor dem Armageddon ist natürlich total präsent. Und das ist natürlich, was Menschen besonders macht, dass sie sich quasi selbst vernichten können und da auch quasi manchmal nur ein Knopfdruck entfernt ist, damit das passieren kann. Aber ich frage mich so ein bisschen, ob das jetzt wirklich das ist wirklich der Kern der Sache ist, ob es sich lohnt, die Menschheit zu retten und ob es denn eine KI geben kann, die darüber überhaupt entscheidet. Also warum hat überhaupt Skynet, das wäre vielleicht die interessantere Frage gewesen, ich weiß nicht, ob die noch in den nächsten 3 Folgen beantwortet wird, wie kommt Skynet überhaupt darauf, dass sich die Menschheit, also dass die zerstört gehört so ein bisschen und warum denkt überhaupt Skynet, sie hat das Recht, den Planeten quasi so zu transformieren, dass es Menschen kaum noch überleben können und alle Atombomben zu zünden. Das hätte ich mal eine interessantere Frage gefunden. Auch vielleicht, um Skynet mal ein bisschen verständlicher zu machen. Hätte ich so zumindest als Ausgangspunkt ein bisschen spannender gefunden. Da fand ich dann, dass Terminator Zero dann doch am Ende ein bisschen nur an der Oberfläche kratzt. Ja, es wird insgesamt wird wieder nur über Skynet geredet und nicht mit Skynet. So, und wir müssen mal mit den Leuten, auch mit den Extremisten mal häufiger sprechen. Genau. Nee, tatsächlich
Tatsächlich ist das auch ein Problem, das ich damit habe, und das löst sich für mich auch nicht in den restlichen drei Folgen auf. Es kommt dieser Frage nicht ganz, also es kommt der Antwort auf diese Frage nicht wirklich viel näher. Und ich finde auch, diese Gespräche, die erschöpfen sich dann ein Stück weit. Und ohne den jetzt vorwegzunehmen zu wollen, wenn ihr das noch schauen wollt, das Ende. Ich finde auch, es wird am Ende nicht wirklich aufgelöst. Es ist so wieder ein loses Ende, das irgendwie da liegt aus meiner Sicht. Am Ende hatte ich wieder das Gefühl, dass man quasi wieder 8 Folgen lange Exposition gesehen hat. Das habe ich öfter bei Serien, die irgendwie möglicherweise ein Franchise rebooten wollen oder so, dass man irgendwie sich eine Staffel lang Exposition anschaut, damit es dann wirklich losgehen kann, auch wenn es vielleicht gar nicht wirklich losgeht. Und das finde ich immer so schade. Ich muss auch dazu sagen, ich hab gesagt, man kann es gut durchschauen, und ich finde auch, man verliert jetzt nicht irgendwie Lebenszeit dadurch. Ist ganz unterhaltsam, aber auch diese Verfolgungsparts, die dann dazwischen geschnitten sind, im Prinzip, die sind relativ redundant. Also, ich fand die dann, als sie dann zum zweiten Mal zu diesem Katzenpark wollen, fand ich es irgendwie doof. Also muss ich sagen, da waren wir doch schon. Warum muss ich denn jetzt nochmal dahin? Das ist dann wieder das Ding, ne, dass man so eine Handlung wirklich auf, dass man nicht weiß, wie man eine Serie füllt. Weil man will es dann wie einen Film erzählen eigentlich, ne? Dass du hast diese zwei Ebenen, die Verfolgerebene, Terminator jagt jemanden, und die philosophischen Dialoge oder scheinbar gewollten philosophischen Dialoge. Das kann für einen Film, glaube ich, sehr gut funktionieren. Da hast du ein Momentum, wo das immer wieder kurz unterbrochen wird durch die Dialoge, und dann geht's wieder los. Dann hast du 3-4 Actionsequenzen und dann ist der Film auch durch, wenn es gut strukturiert ist. Aber eine Serie funktioniert ja anders. Die dreht sich häufiger um Figuren. Es dreht sich mehr im Kreis auch, bevor dann Figuren entscheiden, okay, sie verändern etwas an sich oder an der Handlung oder vollführende Action. Dann muss es aber immer wieder unterbrochen werden mit Actionsequenzen, und die kannst du halt in der Serie deutlich schwieriger füllen, weil da sind halt irgendwie andere Parameter im Vordergrund. Und da merkt man so ein bisschen, dass es so zwischen den Stühlen steckt, weil eigentlich, das hätte sich auch als Film sehr gut geeignet, ne? Die Ausgangslage wäre vielleicht auch besser gewesen als jetzt das sind ja dann am Ende so 4 Stunden, glaube ich, ungefähr dann, ne? Dafür ist es dann einfach zu wenig. Und da merkst du dann halt auch, wie gestreckt dann die Actionsequenzen teilweise oder sich wiederholen, ne? Wenn wir dann schon Handlungsorte sich wiederholen, aber halt auch in diesen Dialogen mit Kokoro, dann wird eben 5-mal gesagt, ja, Kokoro, warum willst du denn die Menschen, warum denkst du denn, dass die Menschen nicht sich lohnen, gerettet zu werden? Und das ist dann halt auch so natürlich in die Länge gezogen, weil man will dann immer wieder so einen Punkt haben, wo dann Kokoro sagt, ja, aber ich habe hier noch eine Information, die du mir nicht gibst, oder ich habe hier noch eine neue Erkenntnis, und dann, aha, bevor ich die jetzt sage, schneidet es nochmal um. Und das wiederholt sich so 4-5 Mal. Das gibt es relativ häufig. Und das ist dann so, man durchschaut es relativ leicht. Ja, und am Ende die großen Plot-Twists, die noch kommen, die es durchaus gibt, die sind halt auch so, die waren nicht so ganz, also für mich fand ich jetzt nicht so ganz erwartbar, aber als sie dann kamen, habe ich gedacht, jo. Stimmt, es kann sein. So, weißt du, also so ohne groß, nicht wirklich überraschend, ne? Sondern so nach dem Motto, ah ja, okay, na klar, logisch. Logisch. Aber kann auch ein gutes Zeichen sein, weil es sich so gut angekündigt hat, der Twist, weißt du? Das hat quasi den Weg schon mal geebnet. Ich weiß nicht genau. Also ja, am Ende ist es für mich irgendwie so ein Mixed Bag. Also ich habe da keine, die ist ja tatsächlich relativ gut weggekommen, so, auch so bei Rotten Tomatoes, also tatsächlich sehr gut weggekommen. Und ich kann verstehen, dass es funktioniert, dass man sagt, okay, wir haben hier dieses Franchise, das viele Leute lieben, das ich auch gut finde, wo ich mir auch die Filme immer angeschaut habe, das für mich noch nicht so ganz dolle verbraucht ist, obwohl es sicherlich verbraucht ist, aber wo ich trotzdem immer wieder ganz gut unterhalten werde. Und jetzt haben wir mal einen neuen Take dazu, nämlich wir machen jetzt mal eine Animationsserie dazu, dass man das mit großem Interesse schaut und dass das mal ein interessanter Ansatz ist, das verstehe ich auch, dass das gut ist. Und ich, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass es ganz schlecht war, aber sie haben das Potenzial, finde ich, nicht wirklich genutzt. Vor allem, weil es ist ja dann doch offenbar eine ziemlich teure Produktion, die ziemlich gut aussieht, die aber, weiß ich nicht, mich hat es nicht so ganz erwischt, leider. Das
kann es gar nicht so richtig beschreiben. Kann mir vorstellen, dass da die Terminator-Fans sind auch mittlerweile relativ gnädig, was es angeht, wenn halt was nicht total crap ist. ja, vielleicht ist sagen. Das so, ja. Ja. Ist schon ganz cool, kann man mal reingucken, was ja auch vielleicht was vielleicht haben wir ja Hardcore-Terminator-Fans, ja. Vielleicht können die ja mal, die das kennen, die es geschaut haben. Ich kann gerne mal sagen, ich habe zumindest das Gefühl, dass solche Leute schon sehr lange auf dem Trockenen sind, was so wirklich mal richtig gutes Terminator, eine gute Terminator-Story ist. Mhm. Jetzt gab es ja dann auch diese 4K AI Remastered, das ist lustigerweise, ne? Das macht man besonders unter dem Hintergrund nochmal besonders interessant. James Cameron hat ja viele seiner Klassikerfilme, also auch Aliens und The Abyss, True Lies und auch Terminator 2 ja auf 4K Blu-ray rausgebracht. Das Ganze aber halt mit KI bearbeitet, hochgerechnet teilweise, was teilweise echt furchtbar aussieht. Das ist wirklich sehr faszinierend, gerade dadurch, eine KI hat den Film von James Cameron kaputt gemacht. Das ist eine schöne Ironie der Geschichte. also da kann man sich auch Videos dazu anschauen, dass man wirklich das teilweise dann, sobald was nicht im Vordergrund ist, so ein Hintergrundgesichter, die werden dann einfach gemorpht zu irgendwelchen Monstern, das nicht mehr menschlich erkennbar ist und halt auch so glatt, wie mit so einem, also selbst die Gesichter, die im Vordergrund stehen, die werden so glatt gezurrt, dass sie halt aussehen wie Puppen. Und so Haarsträhnen und so, das sieht alles ganz weird aus. Kann man sich wirklich mal anschauen. Ist ja faszinierend, warum James Cameron das da sein Okay drauf gegeben hat. Ein Mann, der also visuell, also wenn James Cameron eine Sache kann, also man kann sehr viel kritisieren, gerade inhaltlich, für was er teilweise erzählt, aber was er kann, ist inhaltlich zu überzeugen, visuell zu überzeugen und wirklich Bilder zu schaffen und auch zeitlose Bilder zu schaffen und dann seinen eigenen Film. Durch Technik, schon immer durch Technik. Durch Technik. Auch also durch Innovation also eigentlich. Ich weiß, kann mich einfach so erklären, dass er da nur noch mal irgendwas unterschrieben hat und dann hat irgendjemand anderes, dass er einmal drüber gerechnet mit der KI und James Cameron hat es nicht einmal angeschaut oder so. Ja, vielleicht hat es einfach irgendwie der Verleiher gemacht oder so. Ja, irgendwie sowas. aber deswegen, allein dadurch, dass du dann selbst dann diese alten Filme nicht in Ruhe gelassen werden und dann noch verschlimmbessert werden, ist es dann vielleicht noch mal durchaus interessant, wenn hier jetzt mal eine Anime-Serie kommt, die noch mal ein bisschen anders funktioniert und auch visuell natürlich dann auch mal einen ganz eigenen Look hat. Weil man sieht natürlich trotzdem, es orientiert sich total stark an den ersten beiden Terminator, auch die Vision, wie diese Zukunft aussieht. Lustigerweise dieser vierte Terminator mit Christian Bale und Sam Worthington, der wirklich in der Zukunft sozusagen dann in der Apokalypse spielt, auch die ganze Zeit über des Films, Terminator, weißt du, wie der hieß? Welchen meinst du? Den halt mit Christian Bale, den Terminator. Ach so. Der vierte müsste das sein. Wie heißt denn der? Salvation? Heißt das sein? Salvation. Die Erlösung oder irgendwie so? Naja, ist nicht so wichtig, aber der ist ja, visuell hat der noch mal ein bisschen was verändert am Look der Apokalypse, aber der spielt überhaupt gar keine Rolle. Es ist wirklich nur die ersten beiden. Wie da halt in den kurzen 5 Minuten Rückblende, wie dort halt die Apokalypse aussah, das wird halt benutzt als Vorlage auch für den Anime. Und deswegen, das ist da ja auch wieder sehr präsent. Aber was ich zumindest auch, wenn man ein bisschen vielleicht loben kann, ist vielleicht wirklich, wie das Tokio-Setting eingesetzt wird, ist durchaus interessant. Weil was dann auch die Soldatin, die aus der Zukunft kommt, relativ schnell merkt, fuck, gibt's ja gar nicht so viele Waffen. Das ist ja gar nicht die USA. Hier gibt's ja gar nicht, ich kann mich ja gar nicht im Supermarkt direkt mit einer AK-47 ausstatten. Das ist ja alles ein bisschen runtergedampft. Nur diese kleinen Pistölchen von den Polizisten. Ja, also Revolver, die man auch wirklich so jede Kugel einzeln auch nachladen muss. Die sind dann halt auch so mit einem Sicherheitsband an der Polizei befestigt, damit man die nicht einfach klauen kann. Und dass dann wirklich auch der Terminator ja auch selber sich dann eine Armbrust baut, eine Handarmbrust. Moddet sich. Genau, er moddet sich so ein bisschen. Und das ist zumindest interessant. Und das wird auch mal besonders dann im Hintergrund der 90er Jahre, über die hatten wir auch schon häufiger gesprochen in Japan, dieses verlorene Jahrzehnt, einerseits wirtschaftlich, wo dann so viele, eine große Depressionsglocke mehr oder weniger über Japan gehangen hat. Aber das wird hier nochmal besonders mit einem Ereignis ja verknüpft, diesen Attentat in der U-Bahn, wo irgendwie sind's hunderte Menschen tatsächlich ja gestorben sind. War das nicht sogar? Also relativ eine sehr hohe Opferzahl, wo anhand chemischer, also wirklich ein Chemieangriff über eine selbstgebaute Chemiebombe. Genau, das war damals diese Weltuntergangssekte, die quasi Giftgas, also Sarin-Pakete in der Tokioter U-Bahn an verschiedenen Stellen gezündet hat. Und das ist, glaube ich, wirklich in die 90er Jahre ist das so als ein großes Trauma in die japanische Geschichte eingegangen tatsächlich. Ja.
Und dass sie das auch, sie erwähnen das ja sogar namentlich, das finde ich ganz interessant, dass es quasi nicht so wirkt, wie wir sind hier in so einer Parallelwelt, in einem Parallelzeitstrahl, sondern wir wissen schon genau, in welcher Zeit wir da unterwegs sind und was auch die Gründe sind, warum es eben so ist, wie es ist. Und das ist dann eben auch so, ne, wo dann sich die Person, die das so erzählt, man auch so ein bisschen klarkommt, lohnt es sich überhaupt, uns zu retten, ne, wenn wir uns eigentlich selber mit Giftgas schon töten. Aber dann halt die Soldatin dem, glaube ich, dann so entgegnet, dass es sich halt lohnt, dafür zu kämpfen, für eine Zukunft, wo es eben besser wird, dass man eben nicht in Tristesse versinkt. Also dann durchaus interessant, dass man hier auch nochmal die 90er Jahre so und gerade die schlechten Seiten der 90er Jahre in Japan nochmal so extra betont. Was natürlich auch irgendwie zum Setting von Terminator auf jeden Fall passt, weil das ja eher auch eine sehr melancholische, depressives Franchise ist, wo man immer ganz kurz vorm Abgrund ist und vor der Selbstzerstörung oder Zerstörung durch andere. Deswegen ist das ja durchaus nochmal eine interessante Verknüpfung, die da stattfindet. Aber ja, ist jetzt am Ende auch nichts, was jetzt die Serie komplett irgendwie rettet oder so. Ja. Aber man sieht, aber ich habe zumindest das Gefühl gehabt, dass man sich ja durchaus auch probiert hat, wie sieht ein Terminator halt aus, dass man nicht in den USA spielt. Das fand ich auch gut. Also ich habe nochmal geguckt, 13 Tote, 1039 Verletzte und 4460 Opfer mit Symptomen. Also es ist schon enorm, ein enormes Ding gewesen. Ja, dann halt auch besonders, wenn man, wir schaffen uns sogar zu töten, ohne halt konkrete Schusswaffen, die ja dann häufig natürlich im Vordergrund stehen, wenn es zu einem Art Amoklauf oder Attentat kommt. Aber es gibt natürlich noch andere Wege, jemanden sehr stark zu verletzen. Und deswegen, dass das hier auch nochmal so, also selbst an diese eigentlich sichere japanische Gesellschaft, wo man zumindest den Eindruck hat, sie ist sicherer als jetzt in den USA, wo man sich halt an allen Ecken eine Waffe kaufen kann, selbst die ist eben unsicher. Und da passt natürlich auch nochmal dazu, dass es dann so einen Terminator gibt, der dann irgendwie diese Gefahr ist, diese gefühlt unstoppbare Gefahr, die dann halt einfach ihr Ziel hat und alles dafür tut, dieses Ziel zu erfüllen, meistens dann Menschen zu ermorden, und man das den nicht aufhalten kann. Und so ist es ja dann auch so ein bisschen, kann man Attentäter wirklich aufhalten? Also kann die Gesellschaft Attentäter, so ein Attentäter kann es vielleicht aufhalten, aber so generell, wie sicher kann so eine Gesellschaft sein? Wie stark muss man sie überwachen, damit sowas nie passiert? Ist das überhaupt möglich? Das ist ja irgendwie dann auch so eine Frage, die so ein bisschen dann durchscheint. Wäre vielleicht auch eine bessere Serie, hätte das vielleicht auch zu einem vordergründig mehr besprochen, wenn man das vielleicht dann auch stärker noch betont. Aber gut, das ist dann dafür dann vielleicht dann doch gefangen in der Franchise-Logik, dass man doch dann so eine klassische Geschichte eher erzählt. Ja. Okay, dann schaut es euch an, diskutiert mit drüber, wie es euch gefallen hat. Vielleicht habt ihr das ja schon gesehen, sagt uns, wie ihr es fandet. Wir haben nächste Woche wieder ein Film, zumindest wenn der Plan so wird, wie er im Moment da liegt. Kann ja noch alles verändern. Es könnte auch wieder Infrastruktur einfach einstürzen. Dann können sich wieder Sachen verändern. Ja, aber das, wir sind ja flexibel und dynamisch. Wir sind flexibel. Und vielleicht ein kleiner Hint, also wenn es so wird, dann gibt es heute tatsächlich einen Link von heute, von dem Produktionsunternehmen Production IG zu unserem Film, den wir nächste Woche schauen wollen. Denn Production IG hat 2004 mal ein Musikvideo gemacht zu einem Lied von Linkin Park. Und mehr sagen wir jetzt dazu nicht. Denn Linkin Park hat was mit dem Film zu tun, über den wir nächste Woche ein Hinweis. Ein Hinweis. Alles klar, dann habt eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.